In den neonbeleuchteten Tiefen von Seattle, wo die Grenzen zwischen Mensch und Maschine verschwimmen, lebt Lukas Reiner, bekannt als der Comlink-Kavalier. Ein Schatten in den verfallenen U-Bahn-Schächten der Redmond Barrens, doch in der Matrix ein König. Seine Finger gleiten über das modifizierte Comlink, ein altes Renraku-Sensei, das sein Leben bestimmt, während er durch die verlassenen Tunnel der Stadt streift. Die Redmond Barrens, sein Zuhause, sind ein Labyrinth aus Ruinen, gefüllt mit den Überresten einer besseren Zeit. Hier, wo Gangs wie die Crimson Crush und die 162er die Straßen beherrschen, findet Lukas Freiheit in den Schatten. Er nutzt seine Fähigkeiten als Decker, um die Matrix zu durchstreifen und sich einen Namen zu machen. Eines Abends, in einer verlassenen U-Bahn-Station, fällt sein Blick auf eine Gruppe von Jugendlichen, die sich laut lachend unterhalten. Unter ihnen ist Jackson Whitmore, ein Rich Kid aus der High Society von Downtown Seattle. Jackson, modisch gekleidet in Designerware von Zoe und mit einer arroganten Ausstrahlung, missbraucht seinen Reichtum, um sich über die weniger Glücklichen lustig zu machen. Lukas beobachtet, wie Jackson einem anderen Jugendlichen eine Aufgabe stellt. »Ich wette, du traust dich nicht, die Sicherheitsbarriere von Ares Macro Technology zu hacken«, sagt Jackson und lacht schallend. Der andere Jugendliche zögert, unsicher, aber Lukas sieht die Verlockung in seinen Augen. Jackson hat diese Macht über die Menschen. Er bringt sie dazu, Dinge zu tun, die sie sonst nie wagen würden. Lukas wendet sich ab, mit einem bitteren Geschmack im Mund. Er ahnt, dass er Jackson eines Tages wiedersehen wird. Die Wege der Matrix sind verschlungen und in den Schatten von Seattle kreuzen sich die Schicksale oft auf unvorhersehbare Weise. Lukas tritt in die quietschend zum Halt kommende Bahn Richtung Puyallup. Die schäbigen Türen zischen auseinander. Sein Comlink summt leise in seiner Hand, ein ständiger Begleiter und Werkzeug seiner Macht. Er weiß, dass er sich beweisen muss, dass er mehr sein muss als nur ein Schatten in den Tunneln. Die Matrix ruft nach ihm und er ist bereit, ihre Herausforderungen anzunehmen. Sein Herz schlägt schneller, als die Lichter der Stadt flackern und die Realität in den Hintergrund tritt. In der U-Bahn, in meinem Reich, Comlink in der Hand, ich fühl mich leicht. Der Puls der Matrix, digitaler Fluss, mit nem tiefen Atmen gibt's den Kick und Schluss. Cyberpunk-Träume in Metal und Licht, voller Energie, ich bin bereit, es bricht. Allein in der Stadtbahn, ruhige Fahrt, mit meinem Comlink online und smart. Ich bin der Meister der Matrix-Welt, doch für die anderen bin ich kein Held. Comlink-Kavalier, ich bin so frei, elegant zieh ich an euch vorbei. Teure Decks sind doch nur Ballast und die Performance die gleiche Fahrt. So an, als wär an Comlinks irgendwas dran. Ich werf ein Bussi, das gönn ich mir. Der Straßenname ist Comlink Kavalier. Ich kenn dein Passwort, ich war so frei. Elegant zieh ich an euch vorbei. Cyberdecks sind voll Retro und Geschwänzen fürs Büro. Durch die Knoten und durch die Nacht hab ich Programme recht fein durchdacht. Mit meinem Comlink bin ich nicht lahm und schlepp auch kein Brett unterm Arm. Comlink in der Hand, die Matrix mein. Teure Decks, ihr bleibt allein. Ich bin der König der Cyberwelt.
Metropolen mit digitalem Bart. Komm, linke Hand, bin ich im Start. Hackerparty mit nem kalten Bier. Ich bin der Held, der Comlink-Kavalier. Ich bin so frei! In den Tiefen von Puyallup liegt eine Kellerbar namens The Plug. Die mit Kotzflecken übersäte Treppe führt hinab zu einer Tür, hinter der es nach Schweiß, klebrigem Bier und Ampere riecht. Leuchtstoffröhren surren laut gegen das Indie-Metal-Gegröle aus zerrissenen Boxen an. Lukas steht in der Menge. Die meisten Gäste tragen ein Cyberdeck. Er erkennt Enya. Die Deckerin, deren Passwort er vorhin gehackt hatte. Sie hat gerötete Wangen, trägt einen offenen weißen Anorak und lehnt am Tresen, eine Flasche Qiangliang Biers in der Hand. Lukas setzt sich neben sie und beginnt gleich zu flirten. Nach einer Stunde angenehmen Smalltalks wird sie ernst. »Ich muss zu einem wichtigen Treffen«, sagt sie. »Vielleicht setzen wir dies ein anderes Mal fort.« Lukas' Interesse ist geweckt. »Kann ich mitkommen?«, fragt er. Doch Enya schüttelt den Kopf. »Ein anderes Mal«, wiederholt sie. Entschlossen, mehr herauszufinden, steht er 2 Minuten, nachdem sie die Bar verlassen hat, auf und verfolgt ihren digitalen Schatten. Die Bahn Richtung Ost-Redmond bringt ihn tief in die Barrens. Er steigt aus und streift durch trostlose Straßen, bis er vor einer verlassenen Arkade namens Yamaguchi steht. Es ist dunkel, doch aus einer Tür hinter einer Reihe alter Nebula Star 2 Automaten scheint ein geisterhaftes Licht. Lukas überprüft nochmal den Ping von Enyas Host. »Sie muss dort sein«, flüstert er und geht tiefer in die Arkade. Durch den Türschlitz sieht er in eine große, staubige Halle, die einst eine Lasertag-Arena war. Er öffnet sie und sieht in ihrer Mitte ein Dutzend stumm verharrender Personen, die einen Kreis um eine Zwergenfrau bilden. Sie haben die Augen geschlossen und die Köpfe nach hinten geneigt. Verschiedene soziale Schichten sind vertreten, einige von Serge betroffen. Doch Lukas' Hauptinteresse gilt der Person in der Mitte, Enya. Er bleibt im Türrahmen stehen und versucht, durch die Matrix Näheres über die Anwesenden herauszufinden. Doch als er seinen Simrich auf AR schaltet, wird er überwältigt. Ein Sturm bunter Voxel und lebender Sprites lässt die im Meatspace tote Halle taghell erstrahlen. Pulsierende Datenströme stürzen aus naheliegenden Knoten wie tropische Wasserfälle auf die Seance herab. Decker und Technomancer vereinen sich in einer friedlichen Ökumene, um Harmonien in der Matrix zu verstärken. Lift your spirits high. Lift your spirits high. This resonance is fire. Through the digital veil we rise, connecting minds across the skies. In the matrix, we take our gaze the echoes high. Your spirits high. Lift your spirits high. This resonance is fire. Through the digital veil we rise, connecting minds across the skies. In the matrix we take our stance. Friendly sprites dance a trance. Glittering shards burst, ignite. Feel the beat. In every bite.
Feel the surge, feel the spark. Overwatch eyes in the dark. This resonance is fire. Our connection will never tire. Die Seance endet abrupt in Chaos, als die Global Overwatch Division in der Matrix auftaucht. Die Anwesenden loggen sich panisch aus und flüchten, während Lukas wie erstarrt bleibt. Vier schwarze Engel mit Lanzen scheinen vom Himmel herabzusteigen, ihre sakrale Präsenz lähmt ihn. Erst als einer der Engel ihn direkt ansieht und er entsetzt feststellt, dass eine GOD-Marke auf seinen Host gelegt wurde, reißt er sich los. Enya steht plötzlich vor ihm, schüttelt ihn und zieht ihn mit sich. Auf dem Weg zur Bahnhaltestelle slottet er den Akku seines Comlinks heraus und wirft ihn in eine Pfütze. Ein Knight Errant Helikopter fliegt über ihnen hinweg in Richtung der Arkad. Sie erreichen die Haltestelle gerade rechtzeitig und steigen in die Bahn, die sofort abfährt. Außer Atem setzen sie sich hin und Enya beginnt zu lachen. »Was war das?« ruft Lukas ihr entsetzt zu. Enya grinst und antwortet, »Anscheinend eine Nummer zu groß für dich.« »Wenn ich mein Sensei starte, wissen sie sofort, wo ich bin«, sagt Lukas besorgt. »Dann hol dir ein neues«, erwidert Enya schulterzuckend. »Spinnst du? Da ist mein ganzes Leben drin«, entgegnet Lukas verzweifelt. Enya wird ernst. »Du bist nicht dein Comlink. Aber wenn es dir wirklich so wichtig ist, gibt es vielleicht einen Weg, die Marke loszuwerden. Ich kenne da jemanden, eine alte Freundin. Es wird aber nicht leicht, ihre Hilfe zu erlangen. Überlass das mir. Wer und wo ist sie?« hakt Lukas nach. »Warst du schon mal im Neurobubble?« will Enya wissen. »Ist das nicht diese Drogenbar in Downtown?« fragt Lukas skeptisch. »Frag dort nach Elara«, antwortet Enya. Enya steigt an der nächsten Station aus und schaut nicht zurück. Lukas bleibt bis Bellevue in der Bahn und steigt dann um Richtung Downtown. Vor dem Neurobubble angekommen, stellt er sich in die Schlange vor dem Haupteingang und wartet auf eine Gelegenheit reinzukommen. Eine Frau mittleren Alters in einem korallfarbenen Business Suite stellt sich an. Er erkundigt sich freundlich nach der Uhrzeit und beginnt ein charmantes Gespräch. Als sie vor dem Türsteher angekommen sind, ein glatzköpfiger Ork in offensichtlich gepanzertem Anzug, mustert dieser ihn kritisch, präsentiert dann aber Lukas Begleitung seine gepflegten Hauer in einem breiten Lächeln und tritt zur Seite. Drinnen ist die Luft erfüllt von einem Gemisch aus teuren Düften und Champagner. Die Dekoration ist von hängenden Kristallen bestimmt, welche das indirekte Licht in allen Farben auf die Wände und Tische reflektieren. Lukas entschuldigt sich kurz bei seiner Begleitung und geht zur Theke, um den Barkeeper nach Elara zu fragen. Dieser verzieht die Mundwinkel, als er den Namen hört, nickt nur in eine Richtung und dreht sich ab. In einer Sitzecke sieht Lukas eine Gruppe junger Leute, laut lachend. Sie tragen teure Kleidung und die neuesten Tech-Accessoires. Einer von ihnen kommt ihm bekannt vor, Jackson, den er noch am Morgen in Redmond gesehen hatte. Doch nicht dieser ist der Wortführer der Gruppe, sondern Elara, eine Elfe von atemberaubender Schönheit und furchteinflößender Aura. Ihre Augen funkeln wie Eis, ihre Bewegungen sind elegant und kontrolliert. Lukas beobachtet, wie sie sich verschiedene Pillen reichen und ausprobieren. Die Szene wirkt dekadent und hemmungslos. Ein Abbild der Leere hinter all dem Reichtum. Er konzentriert sich auf die Diskussion. Sie erzählen sich prahlerisch Geschichten, die immer extremer werden. Jackson sagt dann unter Gelächter, das ist nichts. Elara hat letztens so einen Lowlife über die Matrix gekillt, aber vorher hat sie ihn wochenlang in den Wahnsinn getrieben. Sie reagiert mit einer schockierenden Mischung aus Verlegenheit und Stolz. Lukas nimmt all seinen Mut zusammen, geht zu der Gruppe und sagt entschlossen, »Ich muss mit Elara sprechen.« Jackson mustert ihn kritisch. »Dich kenne ich doch irgendwoher.« Lukas Herz setzt einen Schlag aus. Dann versucht er sein Glück und wirft ein Wort in den Raum. »Macrotech.« Jackson nickt langsam. »Ja, stimmt. Du bist der neue IT-Consultant. Setz dich.« Kurz darauf wird Lukas der erste Drink gereicht und dann die erste Pille. Riding
Der Rausch ist vorbei. Und Lukas erwacht mit pochenden Kopfschmerzen gefesselt auf einem harten Stuhl, die Augen verbunden. Panik durchzuckt ihn und Adrenalin pumpt durch seine Adern, während er seinen Herzschlag dröhnen hört. Verwirrt dreht er den Kopf, als eine Stimme erklingt. »Guten Morgen, Schommer«, begrüßt ihn Jackson spöttisch. »Wo bin ich?«, fragt Lukas, die Angst in seiner Stimme unverkennbar. »In Ilaras Spielzimmer«, antwortet Jackson diabolisch. »Und du darfst raten, was das Spielzeug ist.« »Was habe ich euch getan?«, fleht Lukas verzweifelt. »Du musst uns nichts tun. Du kannst uns nichts anhaben. Wir tun dir«, erwidert Jackson kalt. »Du bist doch krank. Lass mich frei«, schreit Lukas, seine Stimme zitternd vor Angst. Ein kurzes, bösartiges Lachen, dann entfernen sich Schritte. Lukas hört eine Tür sich öffnen und wieder schließen. Normalerweise würde er in Notsituationen über sein Datenport-Implantat sein Comlink aktivieren und einen Ausweg hacken, aber das ist jetzt unmöglich. Seine Sehnsucht, endlich sehen zu können, wächst. Ist Jackson wirklich weg? Warum riecht es hier nach Müll? Die Geschichten in der Bar müssen wahr sein. Diese Situation ist kein harmloser Streich. Lukas spürt, dass seine Beine an die Stuhlbeine mit Klebeband fixiert wurden und seine Handgelenke am Rücken mit Kabelbindern zusammengehalten werden. Er beginnt, an allem zu zerren und merkt, dass er auch an der Hüfte am Stuhl festgebunden ist. Er schreit voller Panik. Tränen schießen ihm in die Augen, doch er schluckt den Kloß in seinem Hals wieder herunter und erlaubt sich diesen Kontrollverlust nicht. Nach einigen Augenblicken der Selbstbeherrschung tastet er mit seinen Fingern die Kabelbinder entlang. Dann beginnt er mit vorsichtigen Auf- und Abbewegungen. Etwas mehr Bewegungsraum scheint er sich dadurch verschafft zu haben, aber nicht genug. Dann greift er mit der rechten Hand den Daumen seiner linken Hand, atmet einmal kräftig ein und bricht in Tränen aus. Er hat nicht den Mut, irgendwelche Actionheld-Tricks zu probieren und sich den Daumen auszukugeln. Lukas lehnt sich in dem Stuhl weit zur Seite, legt einen Arm hinter die Rückenlehne, den anderen davor, sodass seine verbundenen Hände nach links rausstehen. Dann lehnt er sich weit nach links und schwingt seinen Oberkörper vor, sodass die Rückenlehne wie ein Keil in die Kabelbinder stößt. Lukas beißt seine Lippen zusammen, als er merkt, dass dies die Kabelbinder weiter in seine Haut schneidet. Doch weiter, immer weiter. Schließlich reißt einer der beiden Kabelbinder und er kann seine Hände befreien. Als er sich mit blutigen Händen die Augenbinde abnimmt, sieht er, dass er in einem fensterlosen Raum ist. Eine Art großer Lüftungsschacht an der Decke, darunter ein Rollwagen voller Müllsäcke. Einige Reinigungsutensilien und sein Renraku Sensei stehen auf einem Tisch. Eine Überwachungskamera starrt ihn an. Er reißt das meiste Panzertape von seiner Kleidung, greift sein Comlink und springt zur Tür, die mit einem Markschloss verschlossen ist. Er schaut sich im Raum erneut um und durchwühlt dann den Müll hektisch. Zwischen gammligen Bechern und stinkenden Instant-Food-Schälchen findet er Kabel und sogar ein paar Batterien. Wie ein Markschlossknacker funktioniert, weiß er sehr gut. Einige Reste des Panzertapes dienen als provisorische Verbindung der Einzelteile. Er verbindet die feinen Drähte mit seinem Comlink und improvisiert ein Interface. Die Batterien liefern kaum Energie, um irgendwas auf dem Display erkennen lassen zu können, doch es reicht, um über die Kabel ein paar Impulse an die Datenbrücke des Markschlosses zu senden. Mehrere Versuche scheitern, doch er bleibt hartnäckig und schafft es nach einer gefühlten Ewigkeit. Als die Tür sich öffnet, schleicht er den Flur entlang. Er erreicht nach einigen Gängen und Türen einen Fahrstuhl, neben dem ein Treppeneingang ist. Das Treppenhaus ist alarmgesichert, also drückt er den Fahrstuhlknopf. Während er wartet, blickt er den Gang hinunter und bemerkt eine weitere Kamera, die auf ihn gerichtet ist. Er fragt sich, ob das alles Teil eines grausamen Spiels ist. Die Anzeige über dem Fahrstuhl zeigt -3, dann -4 und er hört eine ferne Stimme in seinem Kopf, die ihm auffordert, sich zu verstecken. Schnell läuft er den Gang hinunter und springt hinter eine Ecke, als der Fahrstuhl -5 anzeigt und die Tür sich öffnet. Das Geräusch von Stöckelschuhen hallt durch den Flur und entfernt sich langsam. Lukas wagt einen Blick und sieht, wie Ilara mit einem schmalen Koffer in der Hand Richtung Müllschacht geht. Er überlegt fieberhaft, soll er fliehen und alles hinter sich lassen, auch die Wiederherstellung seines Comlinks? Oder das Risiko eingehen und Ilara konfrontieren? Sie ist sicher bewaffnet oder kann die Security schneller herbeirufen, als er das Gebäude verlassen kann.
Entschlossen schleicht er zum Fahrstuhl und drückt den Knopf. Die Anzeige über diesem geht von 12 auf 13. Mehrmals drückt er darauf, doch die Zahl wird nur größer. Jemand weiter oben muss den Aufzug gerufen haben. Als das ferne Geräusch von Ilaras Schritten abrupt endet, weiß er, dass sie seine Flucht bemerkt hat. Er schaut auf den Alarmschalter an der Treppenhaustür und fragt sich, wie weit er wohl kommt, wenn er 5 Stockwerke hochlaufen muss, um zum Erdgeschoss zu gelangen, und wo er dann überhaupt ist. »Ich sehe dich, Lukas«, ruft Ilara den Gang hinunter. Erschrocken schaut er in Richtung der Kamera. Lukas muss schnell handeln. Er sprintet zurück und versteckt sich erneut hinter der Ecke unter der Kamera. Dann schaut er an sich herab und geht seine Möglichkeiten durch. Er schaut auf seinen Comlink und erinnert sich, von wem er es bekommen hat und wie viel seiner Lebenszeit er da reingesteckt hat, um es zu optimieren. Dann wirft er es voller Wucht zu Boden und tritt darauf, sodass das 16-Inch-Display zerbricht. Er greift die größte Scherbe daraus und umwickelt ihr breites Ende mit dem restlichen Klebeband an seiner Kleidung. »Dann komm und hol mich«, ruft er um die Ecke. Ilara tritt langsam den Gang entlang, die Augen voller Begeisterung und Leben. Ihr Blick auf dem Kamerafeed ihres S-Technology Mark VI Comlinks. Dann packt sie es in ihren Koffer und entnimmt daraus eine Ares Predator 5, eine schwere Pistole, die sie mit erstaunlicher Leichtigkeit umklammert und in schussbereiter Position hält. Lukas hört ihre vorsichtigen Schritte immer näher und näher kommen und bereitet sich auf das Unvermeidliche vor. Als sie wenige Meter von ihm entfernt scheint, springt er hervor, die Scherbe in der Hand. Ein scharfer Schmerz durchzuckt ihn, als Ilara den Abzug ihrer Pistole drückt. Lukas steht auf wackeligen Beinen, blutend, eine Armlänge vor ihr. »Du bist mutig, das gebe ich dir«, zischt sie, »aber dumm.« Dann, mit einem Ruck, stößt Lukas die Scherbe in Ilaras Seite, während weitere Schüsse durch den langen Gang fliegen. Sie keucht vor Schmerz und lockert den Griff um ihren Koffer. Blutend und keuchend fallen beide zu Boden. »Das Spiel ist vorbei«, sagt Lukas schmerzerfüllt. Ilara stößt ihn mit ihrer Linken kraftlos von sich und tippt auf die biometrische Verriegelung ihres Koffers, der sich öffnet. Während sie nach ihrem Comlink greift, sieht er auf ihrem schmalen Armgelenk ein silbernes Dog-Wagon-Armband. Er greift die Ares Predator 5 zwischen ihnen und steht auf. Ilara setzt sich lächelnd an die Wand. Mit einem halben Auge schaut sie ihn an. »Du bist erledigt«, grinst sie. Er schnappt sich die Reste seines eigenen Comlinks, während er die Waffe in ihre Richtung hält, und schiebt die mit Plastik- und Glasscherben umhüllte Hauptplatine in seine Hosentasche. Amüsiert schaut sie ihn an, doch als er ihren Koffer aufheben will, springt Ilara auf und wirft Lukas mit unglaublicher Wucht gegen die Wand. »Die Waffe ist per Smartlink gesichert, Lukas Rainer, oder sollte ich dich Comlink-Kavalier nennen?« »Richtig. Während du geschlafen hast, habe ich meine Hausaufgaben gemacht«, sagt Ilara mit einem durchbohrenden Blick, während sie ihn an der Kehle die Wand höher drückt. Lukas versucht, ihren Griff zu lösen und nach ihr zu treten, doch sie greift nur noch fester zu. Er sieht Sterne vor Augen und beginnt, das Bewusstsein zu verlieren. Erneut diese leise Stimme, die mehr ein Gefühl als Worte wiedergibt, ruft etwas und Lukas spricht es aus. »Resonanz!« Schlagartig werden die Schwaden der Dunkelheit, die begannen sich über ihn zu legen, zu kartesischen Strukturen. Ein Array aus Matrizen baut sich um ihn auf und er bekommt das Gefühl, als ob sich seine Augen zum ersten Mal in seinem Leben wirklich öffnen. Er sieht Ilaras Icon vor sich, ein Omnistar-Logo. Durch Lichtfäden verbundene Gitterpunkte zeichnen einen Cyberarm nach, der an seiner Kehle liegt. Auch ein Reflexbooster baut sich auf. Lukas zieht mit seiner digitalen Aura, seiner Persona am Gitter, bis die Fäden reißen und er frische Luft in seine Lungen bekommt. Tiefe Atemzüge, die nie zuvor so wohl getan haben, begleiten pochende Schmerzen in seiner rechten Seite, an der er angeschossen wurde. Ilara liegt mit verdrehten Augen vor ihm auf dem Boden. Lukas versteht nicht, was gerade passiert ist, doch nichts scheint ihm jetzt wichtiger zu sein, als das Weite zu suchen. In diesem Moment öffnet sich der Aufzug. Erschrocken schaut er in die leere Kabine. Dann fällt er hinein und drückt auf 0. Als sich die Fahrstuhltüren im Erdgeschoss öffnen, befindet er sich in einem großen Konzernfoyer. Das Foyer ist ein Marmorpalast.
glänzend und kalt, erfüllt von leisen Gesprächen und dem Klicken von Absätzen auf dem Boden. Getönte Glasfassaden tauchen die Szene in ein unnatürliches, kühles Licht. Lukas stolpert heraus, durch die Drehtür auf den Brunnenvorplatz, angestarrt von erschrockenen Sarariman und Angestellten, die gerade auf dem Weg zur Mittagspause sind. Ein blauer Honda 3240 Turbo LS rast von einem nahegelegenen Parkplatz heran und kommt zwischen Lukas und dem neogotischen Brunnen zu Halt. Die Beifahrertür springt auf und eine Frau mit schwarzen Locken ruft Lukas entgegen. »Spring rein, wenn dir dein Leben lieb ist«, schreit sie in arabischem Akzent quer über den Platz. Lukas, vollends verwirrt, ob es sich immer noch um ein Spiel dieser kranken Rich Kids handelt, bleibt unsicher stehen. »Letzte Chance, Junge«, ruft sie erneut. Ihr harter Blick weicht auf und sie sagt nur ein weiteres Wort. »Enya«. Als Lukas diesen Namen hört, springt er ins Auto. Noch bevor er die Tür geschlossen hat, quietschen die Reifen. Verfolgt von einem Lone Star-Einsatzwagen, rasen sie davon. Sie hörten ein Shadowrun-Fan-Hörspielprojekt. Shadowrun-Logo und Inhalte mit freundlicher Genehmigung von Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und Topps Company Inc. Alle Rechte vorbehalten. Shadowrun ist eine eigengetragene Handelsmarke von Topps Company Inc.